Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Infected. So, ich war wieder mal fleißigst. Hab da schon mal angezeichnet, was ich alles gerne haben würde. Über den Stuhl, die Bank, Tisch. Hier so ein schönes Holzschränkchen. Ein paar Waffenständer gebaut. Hier kann man nur Speere rein. Hier kann man Bögen rein. Spitzhacken, da kann man dann Äxte rein und da Fackeln, Reparatur mal und Gedönse. Dann habe ich auch schon ein paar Kisten weggeräumt, weil das Lager ist so weit wie möglich war, fertiggestellt. Die Überdachung habe ich weg da, weil da nichts mehr drunter ist. Da liegt der Bär. Dann beim Bauen hat mich nur ein Bär besucht. Der liegt auch rum. So, das Öl lädt so aus. Das ist gut. Dann nehmen wir jetzt einen kleinen mit. Damit. Das dann auch schnell rein. Ne? Du kommst raus, du kommst rein, du kommst raus, du kommst rein. So. Das wird die Schmelzkiste. Also da dann die Rohmaterialien rein. Also so. Was ist neu? Ja. Ich habe da den Zubereitungstisch schon mal weggeräumt. Hab die Baumstammlager hier hoch verfrachtet. Da ist der Zombie des Tages. Uhu. Hallo, gnädige Frau. Na, sehr ein gnädiger Herr. Ja, toll. Drei Seile. Die haben wir gerade noch gebraucht. In meinen Abfallsee. Ja, also das Lager ist soweit fertig. Dach ist drauf. Da habe ich schon ein paar Regale gebaut. Also die zwei von drüben rüber. Draufbau geschaut, da von jedem, wenn ich eins fertig habe. Und oben drauf ist noch mehr. Dann hier zwei Zubereitungstische. Ja, dann gehen wir mehr Beeren lagern. Ich kann den anderen jetzt leider aber nicht runter tun. Da, ja, weiß ich nicht, geht. Der Tisch draußen wird dann zerlegt, sobald der Bär zerlegt ist. Da habe ich schon mal einen Ofen angezeichnet. Zubereitungstisch, Melone und Kürbis, Regale. Komischerweise kann ich da und da keine Kisten setzen, genauso wie da. Keine Ahnung warum. Ist halt so. Na egal. Ist ja nicht genügend. Das ist jetzt ein bisschen aufteilt, so ist was aus Fasern ist. Also Seile, Fasern, Erste Hilfe. Dosen, mechanische Teile, Glas. Alles für die Ziegelzubereitung und Ziegel selbst. Alles, was vom Tier rauskommt. Elektro, Schraubennägel, Plastik und Kevlar und Öl und so. Zeig halt. Und dann haben wir da noch genügend Platz, dann, wenn die alle fertig sind. Aber das braucht man halt nicht. Heute bringen wir einen von den Extraktoren zur Mine. Dazu brauchen wir Biotreibstoff. Den haben wir irgendwo zwischengelagert. Aber wo habe ich den zwischengelagert? Habe ich den schön die Karre gemacht? Ja, den habe ich schön die Karre gemacht. Also wir brauchen natürlich bloß eins. Da brauchen wir auch bloß vier. Dann ist der erste nämlich voll. Können wir das da noch? Da einer da. So, die Steine können wir noch da rein. Oh nein, was ist denn jetzt kaputt? Oh mein Gott. Auf Explorer-Fenster haben sie geöffnet. Ah. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Wahrscheinlich nicht. Aber so war's. Ja. Gut. Jetzt haben wir uns noch den Wanz voll. Wir brauchen auf jeden Fall Gemüse. Und Wasser. Haben wir noch Wasser in der Flasche? Ja, ein bisschen haben wir noch. Gehen wir noch einmal voll trinken. Den Rest leeren wir aus. Die Flaschen können auch da bleiben. Das müssen wir jetzt auch nicht unbedingt mitnehmen. So. Das kocht ab. So, wir brauchen Gemüse, aber ich glaube, da finden wir auf dem Weg auch Gemüse oder sehen wir da vielleicht irgendwo schon eins. Da können wir uns noch Fleisch machen. Danke, Frosch. Zeig mal irgendwo Gemüse auf der Entfernung. Dass jetzt nicht meins ernten muss, das ist gerade schick gewachsen. Ah, da vorne, gucke, Kürbis. Sehr gut.
Haben wir jetzt nicht das verernten, was wir eben in unserem Lager haben. Sehen wir uns lieber für den Winter auf. Denn ja, Juli haben wir. Kartoffelpasten haben wir noch drauf. Der wird uns also noch eine Zeit schützen, hoffe ich doch. So, dann haben wir uns das gleich mal rein. Schaut das gleich wieder viel besser aus. Grillen wir uns mit dem Frosch. Uns zwei Fische. Zwei Fische kann man aber auch. Luft. Fisch, Fisch, Fisch. Gut. Grillen wir uns auch noch einen. Die anderen zwei hängen wir auf. Jetzt sagen wir, grillen wir uns den großen. Also den Gressern, was wir haben. Die zwei hängen wir auf. So. Thunfisch. Ach, nicht kämpfen. So. Das geht also nicht. Gut. So, Fischi. Eh noch durchbrutzeln. Das essen wir schon mal. Sehr gut. So, dann. Ich hätte gerne nur Kisten mitnehmen, aber wir haben, glaube ich, keine Lade mehr, oder? Musst du schnell raus da. Da rein. Zum Vergammeln. Sollte Kompost werden, aber naja, momentan. Jetzt nehmen wir nochmal mit. So. Fertig. Fertig. Und fertig. Sehr gut. Waschen. Ja. Geht so. So. Wir befinden uns hier. Na, das ist kein Stadt. Ich sag mal, kann man die Reise gleich verbinden, indem man nur einen Stadt looten. Komm, kann man da Mine her, dann kann man da auch verwatscheln. Das heißt, einmal quer, da werfelt ein zur Mine. Und dann da zur Stadt weiter. Ich glaube, das macht man. So. Geht das jetzt da? Jetzt sage ich, möchte ich den auch mitnehmen. Ja, funzt. Okay. So. Grob die Richtung. Bin aber mit. Spritzt er wieder bei? Ja, ist in der Kiste. Ja. So, jetzt müssen wir mal in den See rum. Ganz schön Stickel. Aber es hilft ja nichts. Dann rennen wir so ungefähr bis 30 aus da und dann lassen wir es wieder auffüllen. Als wenn ein Berg hinten mehr noch flüchten können. Es war jetzt toll, wenn wir natürlich den Webstuhl noch finden werden. Dann natürlich den Rest natürlich auch. Also gar keine Frage. Brauchen wir ja alle Rezepte. Das hilft ja nichts.
Was ist eigentlich das? Das ist bloß ein Plateau. War natürlich leicht zum Verteidigen, gell, wenn das wirklich bloß den einen Eingang da hätte und der Rest war erhöht. So schaut's aus, gell. Das ist das jetzt da, oder? Ja. Das ist alles erhöht und hat bloß einen Eingang. Ah, aber ist halt weit weg vom Schuss, was jetzt sehen angeht. Also da, wo man fischen könnte. Aber so zum Verteidigen. Ah, ja, mal im Hinterkopf halten. Vielleicht bauen wir da noch eine Base. Sonnenschutz wirkt nicht ganz so. Kürbisse ohne Ende. Also Kürbiskisten aufschmeißen sollen. Ja, Auto, oder? Weil ich kann ja eine Garage bauen. Mal schauen, ob wir diese mal finden. Auto war schon cool. Mein Gott, ich bin wieder drauf an, wie viele Transportslots das hat. Man da schon was Gescheites transportieren kann. So eine tote Möwe. Ja, mehr Abstand von dem Ding schaut auch nicht, weil, wenn man nämlich das nicht gescheit abstellen, sondern aus Versehen andere Tasten drückt, dann steht das da, wo wir das letzte Mal, wo wir das letzte Mal lassen haben. Das war natürlich doof. So, jetzt geht's. Wir sind eigentlich gut unterwegs, da müssen wir gleich da sein. Da ist auch noch jung. 11 in der Früh. Helmlicht haben wir. Da sieht man schon die Höhleneingang. Schauen wir mal, was man da so rauskriegt. Also, ich hab's draußen. Draußen im Wagen. Das ist unser Benzin. Na gut, der Biodiesel. Also zum Kaputthauen gibt es ja halt auch nichts anderes, gell? Gibt es ja bloß Kohle und Gesteine. Haben wir da jetzt auch nicht großartig umeinander so. Das geben wir uns, glaube ich, schenker. So, weiter geht's. Das wird jetzt einmal laufen. Dann schaue ich dann beim Heimgehen nochmal vorbei. Jetzt besuchen wir erstmal die Stadt da oben. Mine. Da war wieder kein Stot in der Nähe, das ist schon blöd. Da unten ist nur ein Stot. Naja. Ah, ich muss schnell niesen. Dann sehen wir schon die Häuser. Ja. No. Ist das schon die Stadt? Schaut auf der Map noch viel weiter aus.
Ah, das ist nicht die Stadt, oder? Was ist denn das? Ah, das ist nicht die Stadt. Das ist da nicht eingezeichnet. Ist das Area 51? Und wir haben es gefunden. Eieieiei. Nehmen wir den guten Stahlspeer. Kommen wir noch ein bisschen näher ohne. Wir sind ja noch nicht da, oder? Nein, da oben ist die Stadt erst. Okay. Pflanzenfaser nehmen wir sicherlich nicht mit. Ja, mal zum Saufuttern da. Guten Sau braucht man auch nicht mehr. Kartoffeln nehmen wir mit. Kernische Teile. Lehmerde. Geht nicht auf, okay. Okay. Also, what the nicht. Ist da ein Lotter? Kann man die benutzen? Wenn ja, gibt es da irgendwo so. Nein, kann man nicht benutzen. Also wir haben da einen Ort gefunden, der auf jeden Fall nicht auf der Karte verzeichnet ist. Wird vielleicht nur gescheit eingepflegt dann. Aber zumindest schon mal. Opfer. Gleich nochmal eins. Ich bin nicht einfach jeder Speerkämpfer. Mockbögen nicht. Also zumindest in dem Spiel nicht. Ja. Aber was ist das? Warum ist es? Da brauchen wir lieber mehr den Knochenspeer. Wenn wir uns einen Stahlspeer da verunageln. Mine habe ich nur, Splitter haben wir auch nur. Lehm, ja, können wir mitnehmen. Knochen, Rindenmulch kannst du kalten. Elektroteile nehmen wir mit. Kabulasch. Kartoffelpaste nehmen wir wieder mit, falls die unsere gescheit nachlässt, aber jetzt ist sie gerade irrelevant bei dem Wetter. Fett nehmen wir mal mit. Gurkensamen braucht man nicht mitnehmen. Haben wir jetzt wirklich, wie gesagt, wir züchten ja schon selber Gurken, also wieder mehr jetzt mal Samen. Mike? Seit wann gibt es da NPCs? Mike? Was jetzt mit dir, Mike? Bring den nicht auf meinen Karren. Also es ist jetzt nicht der Plan der ID eigentlich. Also, ja. Was machen wir mit Mike? Mechaniker. Den kann man bestimmt brauchen, aber kriege ich den da aufgeklickt? Wie so ein Bären. Tatsache. Mike, du fährst mit heim. Ja, Mike gefunden. Allerdings, wer ist Mike?
Lauf der jetzt echt da außen rum? Tatsache. Das ist mein Mike, geh weg. Ganzen Schotter um wieder. Kann man mehr essen? Wenn man fit bleibt. Mike, weiter von mir. Da ist noch ein Hirbern. Schauen wir auch noch rein. Mike, du wartest dabei. Was, oh, mich tut's erschreckt, du Haufen Müll. Ich denke, wow, was liegt denn da jetzt? Seil? Kartoffel. Ja, das scheint noch nicht so ganz fertig zu sein. Kuchen nehmen wir auf jeden Fall mit. Das war quasi leer, da kann man theoretisch einziehen. Na. Servus. Stealth Factor hat die wieder erwischt. Haha. Ja. Gut, aber sonst. Aber das Haus ist, wie gesagt, das ist fast leer. Da kann man theoretisch einziehen, man hat ein Tier. Na, das war cool. Also. Da auf der Position, weiß nicht, haben wir da Koordinaten? Nein. Also auf der Position da nach der Mine. Keine Ahnung, was das sei, so ein Militärlager. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall das Stachel da drum und ein paar Lagerhallen. Und ein Mike. Da gibt's ein Mike. Jetzt müssen wir einen PC-Hütten bauen. Eieieiei. Der ganze Aufwand wieder. Und sowas? Nein, es war der Hirsch, oder? Ja, das war der Hirsch. Ah, da werden wir die Stockwehr erst nächstes Mal looten. Oh, wir haben einen Mike gefunden. Aber bis zur Stadt. Die ersten zwei Häuser, ein bisschen länger kann ja die Folge sein. Da freut sich wieder ein paar ganz bestimmter. Gell? Ja. Also ich hoffe zumindest, dass du dann freist, wenn die Folge länger wird. Ein paar Häuser looten wir jetzt noch miteinander. Mike, du wartest da. Gell? Wartest du die Stellung? So, Talk nehmen wir mal mit. Talk. Band können wir auch mitnehmen. Braucht man nicht. Was zum Essen nehmen wir schon mal, weil ich weiß nicht, wie lange wir noch unterwegs sind. Rezept war echt toll. Öl. Kännchen. Sonst ist da nichts. Gut. Maiko, ist gut bei dir? Weißt du, der rennt voll ins Gesicht, aber es hilft nichts. Du musst jetzt durch. Also noch gar nicht, wie ich die wieder fit bringe. Eis haben wir auch selber schon. Kabel, na, Kabel. Ja, mit der Taschenlampe ist schon bedeutend schöner. Da kann man doch ein bisschen mehr erkennen, was da so los ist. Was ist los? Hitzewarnung. Jetzt kümmern wir uns, wissen jetzt da heiß sein. Jetzt haben wir eine Körpertemperatur. 40 Grad, haben wir einen Helm aber da. Jetzt dann kühlt, dann wird es kühler. Tut mir leid, Leidels. Oh, ein Ei. So, das haben wir noch nicht gehabt. Kloppenziegel. Zieht es natürlich wieder weniger, gell? Wassermelone? Nein, braucht man nicht. Ist dem Düdel da zu heiß. Dass man da einen Bauhelm aufhört. Weil er rennt ja da eh einer wie Hölle. Fühlt doch sowieso. Ja, ein bisschen Kevlar.
Ist gut, wenn es weitergeht, müssen wir eh keine Käfleine herstellen, wenn wir alles hier haben, was wir brauchen. Dann. So, Mike, ich komme. Eine zweite Kiste. Ey, da wollte ich schon gerne meinen Helm aufsetzen. Da wird man gleich wieder warm, gell? Nein, das hilft nichts. Ich möchte euch zeigen, was da ausschaut. Ja. Nehmen wir das da Renten noch gleich mit. Boah, blöder Hirsch. Ich denke jetzt mal wieder, da kommt der Bär her. So, ich gehe mich dann Helm aufsetzen und dann schalte ich nicht rein. Oder ist das, wenn das Licht da ist? Macht die Glühbirne so erhitzen. Ja, genau. Der Hirsch ist auch der Ansicht. Mechanische Teile. Kabel. Mechanische Teile. Rezept war nicht schlecht. Da hätte ich auch gerne nehmen. Hätte ich gar nichts dagegen. Daneben. Elektroteile. Auch gern gesehen in unserer Sammlung. Sammelungkerne kannst du hier schön, wo die Sonne nicht scheint. Jeder. Warum ist die blöde Feder mit? Aber schön, der Kisten ob die stackt. Kein Rezept. Da können wir mal Essen einpacken, wenn wir groß sind. Wenn das Licht ausschaut, wird es dann leichter. Nein, es ist nicht das Licht, das ist echt der Helm selber. Eise. Ja, aber wenn es wirklich dunkel ist, dann ist es heller. Wenn es wirklich dunkel ist, dann ist es heller. Ja, genau. Wenn es dunkel ist, dann ist es kühler, so würde ich sagen. Wenn es dunkel ist, ist es heller. So, jetzt haben wir das, das, das. Schaut es da nur aus. Waren nicht die ganzen Zombösen? So, das machen wir jetzt noch miteinander. Vielleicht haben wir Glück und da ist ein Rezept drin. Sonst loot ihr Restalor. Ohne Eich. Und schau, dass sie uns wieder heimbringen. Essen. Aber nein, das können wir uns ja selber herstellen. Beziehungsweise das stellt sich ja von selbst her. Aber aus, sondern können wir rein und dann, wenn wir irgendwas nicht mehr haben wollen, schmeißen wir es wieder raus. Kein Rezept. Ist zum Kotzen. Oder? Blei. Haben wir genug daheim. Ich hätte gerne ein Rezept. Sakrament, Sakrament. Mike, geht's dir gut? Ja, Mike geht's gut. Sagt er zumindest. Du hast 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Häuser haben wir noch. Also, das schaffen wir nicht jetzt gemeinsam. Aber vielleicht gleich in der Anschlussfolge. Dann wir einfach da gleich weitermachen. Oder? Ja. Machen wir schon miteinander. Dann mache ich jetzt da einen kleinen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ein Kommentar. Da hat mich auch natürlich furchtbar gefreut. Also dann, bis zum nächsten Mal. Servus.